Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Goodbye the Ponya. So, wir müssen jetzt noch hier die Plörre organisieren. Oh Mann, die arme June. Okay, hier ist aber wohl irgendein Pilz. Können Sie uns weiterhelfen? Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Wo ist dein Anhang? Er? Ach, die Kekse. Keine Ahnung. Hab ich irgendwo liegen lassen. Aber darum geht's auch gar nicht. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja. Fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? Dreimal darfst du raten. Na, wenn's weiter nichts ist. Okay, dann ist es der hier. Leider falsch. Noch zwei Versuche. Dann dieser hier. Aua. Tja, leider falsch. Noch ein Versuch. Dann muss es der sein. Aua. Tja, leider falsch. Tja, schade. Mehr Glück beim nächsten Mal. Jetzt komm schon. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Habe ich noch drei Versuche? Habe ich noch drei Versuche? Na gut. Warum eigentlich nicht? Los geht's. Ja, dann muss das ja nur noch. Kannst du nur noch der hier sein? Mit. Aua. Tja, leider falsch. Noch zwei Versuche. Okay, der war's nicht. Ansonsten ist ja kein. Was? Mimikrieg-Schnabel? Oh nein, jetzt sagt nicht, es gab nicht wirklich seit Anfang des Spiels Schnabeltier-Eier. Ich glaube, ich habe eine Idee. Die hat ihn dabei. Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Hier, nimm ihn ruhig. Ja. Alter. Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. Ja, lecker. Danke. Dann gehen wir jetzt mal in den Pub. Blöre war ja nochmal frei. Dreimal Blöre. Na, hallo Blöre. Okay, und das letzte. So, wir haben jetzt hier Pilz, Hormon und Haarwuchsplörre. Hormone haben wir. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Hormonplörre, ein Pilz. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Und die Muttermilch. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Okay, Pilzplörre würde ich spontanisch sagen, er hier, der klemmt, ne? Nachschub! Na endlich! Wow! Was ist das? Ich fühle mich super! Und stärker! Oh Gott. Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff.
Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Hormonplörre? Nachschub. Na endlich. Lecker Schmecker. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Nachschub. Na endlich. Hey, Moment mal. Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Dreh dich doch mal um. Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Ach du liebe Zeit. Aua. Was ist da jetzt passiert? Das ist so bescheuert. Könnt ihr das Bild mitnehmen? Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja, nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool. Okay. Elysium-Bild. Zumeist. Dann können wir jetzt eigentlich... Hier bei der. Wir müssten auch langsam mal wirklich weitermachen bei hier, bei Baby Boso. Komm, Baby. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Okay, ein Strick. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingenfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingenfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Suppenrest? Ah oh, nee, wir müssen jetzt einfach nur rübergehen. Ah, geht das Baby jetzt rüber? Komm, Baby, wo so? Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Hm? Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut, schon gut. Ich komme ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen?
genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Okay. Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins? Ich borge es mir kurz aus, okay? Wir haben alle Bilder und Babyfoto. Babybose. Zur Strafe kommt er heute ohne Socken ins Bett. Dann gehen wir dann mal bei Boso vorbei. Zu Bosos Bett. Was siehst du hier? Hey, Boso, weil du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir, ich kann dich ja therapieren. Mann, Rufus! Ach komm schon, das wird lustig. Und so ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch hin. Also, was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah! Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig eine zauberhafte Funkelelfe. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Okay, was haben wir noch? Das Elysium-Bild? Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Muss das wirklich sein? Ah! Elysium fällt auf Deponia. Wir werden alle sterben. Unsinn. Das ist Elysium. Das Sinnbild der Hoffnung. Mann, du hast sie ja wirklich nicht alle am Sträußchen. Was ist mit dem letzten Bild? Heldenfoto? Hey, Boso. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Ah! Ja? Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Okay, jetzt haben wir die drei Antworten. Ab zur Therapie. Raus. Das sieht gut aus, das könnten wir jetzt nicht schaffen. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut, bringen wir es hinter uns. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja furchtbar, warum zeigen Sie mir das? Ach, interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degoutiert reagieren? Keine Ahnung, vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel. Zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Ach ja. Oh weh, ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Okay, Arzneischrank.
Wir haben hier Brechmittel. Antidepressiva. Das war's? Okay. Boso. So, wo ist das Bett? Hier sind die Antidepressiva. Hey, Boso! Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Ja, komm schon. Ein für Mama, Boso. Will nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Aber war ich mir diesmal so sicher? Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Suppenrest. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Boso unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Boso zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Oh. Das gibt es doch nicht. Baby Boso hat die restliche Suppe aufgegessen. Aber da waren doch die Antidepressiva für Boso drin. Böser kleiner Windelscheißer. Böser, böser, böser kleiner Windelscheißer. Brechmittel? Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Ja, wer will zu Boso? Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Geschafft. Ja, verdammt. Sieht so aus, was? Oh. Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? Schnell, schnell, das Waschen. Willst du nicht vielleicht erst das Gesicht waschen? So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's! Ah, endlich kommen wir rein. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Na gut, du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Ja. Endlich rein. Darlef, was lungerst du da rum?
Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Können wir jetzt den... Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Liebold! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. Dann knöpfen wir uns doch mal den neuen General vor. Ab geht's. Die Folge macht das etwas länger. Hä? Doc? Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja, dann. Das bin dann wohl ich. Nein! Dad? Ich meine Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Ne. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonys Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Bestimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Nein, nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Alles klar. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer! In Gefechtsstellung! Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir haben es. Ersten Schritt haben wir geschafft. Wir haben die Rebellen getroffen. Dann geht es morgen weiter. Bis dahin. Tschüss.